Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Call of the Sea. Ich würde gerne mein Hallöchen und herzlich willkommen gegen etwas anderes tauschen. Ich habe nämlich eigentlich eine andere Art inzwischen, Leute zu begrüßen. Das hat bei Arbeitskollegen angefangen und jetzt mache ich es irgendwie nur noch. Und zwar werde ich euch jetzt demnächst, vielleicht eventuell, wenn ich es nicht vergesse, begrüßen mit Aoi, mon cheries. Ja, keine Ahnung, wo das herkommt, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall, immer wenn ein Kollege anruft, ah oui, mon chéri, geht immer so. Immer. Deswegen dachte ich, es passt vielleicht inzwischen. Oh. Someone set up camp in here. Ich dachte, es passt inzwischen vielleicht ein bisschen besser zu mir als dieses Hallöchen und herzlich willkommen. Wobei das ja inzwischen schon seit Anfang an ist. Wir können ja auch beides zusammenhängend machen. Wir können ja auch Hallöchen und herzlich willkommen, ah oui, mon chéris machen oder so. Oder Aoi, mon cheries, Hallöchen und herzlich willkommen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Vorschläge in die Kommentare. Schreibt es doch mal rein, wie ihr das findet. Das ist so doof, aber... Okay, wir sind hier gelandet das letzte Mal. Wir haben uns das noch gar nicht angeguckt. Weil die Glühbirne... Es ist so schön hier. Die Steine sehen auch so schön aus. Es ist so schön. So, was haben wir hier? Es sieht aus wie ein Means of Transportation, um zu that Sanctuary. Okay, haben wir in unserem Notizbuch was? Oh, wir haben ganz viele verschiedene Fische. Meine Katze macht gerade schon wieder Quatsch, die will im Wäschepuff rein. Mutzel das zu. Jetzt hat sie den Wäschepuff umgeschmissen und jetzt ist sie drin. Okay, der Wäschepuff ist auch Flausch. Immer leg dich rein. Okay. Mir fehlt irgendwie Haufen. Haben wir das alles schon gelesen? Ich lasse es euch mal auf. Ihr könnt es ja selber pausieren und lesen, wenn ihr möchtet. Und wir machen einfach hier weiter. Ich habe den Ausgang aus der versunkenen Stadt gefunden und ich habe mich vor einer langen unterirdischen Strömung hinaustragen lassen. Es war unglaublich. Ich habe mich noch nie so frei und lebendig gefühlt. Mit ganz vielen Fischelis. So, Notizen, das war das mit der Strömung. Das habe ich mir auch alles noch nicht angeguckt. Das weiß ich noch, dass wir das hatten. Abfluss. Diese Apparatur öffnet eine Tür, aber nur für kurze Zeit. Stimmt, das haben wir ja gemacht. Das war aber der Hinweis, den ich nie gelesen habe und deswegen das durch Zufall irgendwann mitgekriegt habe. Und die Strömung. Ja, das haben wir alles gemacht. Okay, gut. Dann sind wir, huch, wieder auf dem aktuellsten Stand. Dann gucken wir uns hier weiter um. Hier hochgehen und uns das hier noch anschauen. Oder nicht? Doch, hier. Seems to show two possible courses of action. One means transformation and the other means death. Hm, sieht so aus wie tot. Okay. Wir arbeiten uns langsam nach vorne. Da will ich noch nicht hin. Kerzen, okay. Oh, sie trägt keine Handschuhe mehr. Anscheinend, weil es ihr inzwischen egal ist mit den Flecken. Oh nein! Oh Gott, jetzt hat es geleckt. Oh Gott, ich dachte, das Spiel hängt sie auf. Um Gottes Willen. Ich dachte, das Spiel hängt sich auf. So, What is this? This... Oh mein Gott! Did I almost forget about Harry? Den haben wir irgendwie tatsächlich ein bisschen vergessen, aber weißt du was? Ich würde hier gerne nochmal runter, weil ich das sieht irgendwie nach Ausgang aus und ich würde aber gerne doch nochmal links gucken, was wir da noch machen können. Okay. Okay, ein Vierer-Rätsel, glaube ich. Ja, wir müssen das wieder gleichzeitig hinkriegen. Komplexe Varianten der anderen Mechanismen. Dauer? Ja, das müssen wir rausfinden. Die Strömung hat mich in eine weitere große Halle mit einer Öffnung nach draußen getragen. Ich fand noch eines von Harrys Lagern, aber das Schockierende war, dass
ich ihn beinahe vergessen hatte. Wie konnte ich meinen Mann vergessen? Es tut mir so leid, Liebling. Dann sollten wir vielleicht doch erst hochgehen, weil das wird ja wahrscheinlich noch interessant werden. Na, wir gucken mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dieses Rätsel nicht lösen müssen, wenn wir da oben rausgehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir gehen doch erstmal hier hoch. Sorry. Hallo? Hä? Ich kann nicht mehr hoch? Doch, oh, ich dachte schon. Ich wollte gerade sagen, die Leiter ist doch noch da. Lass mich doch hoch. Hallo? Okay, wir gucken uns hier um. Boat Transportation. Ein Boot-Transportmittel. She doesn't seem to care much about Harry. And she doesn't seem to be thinking straight either. Harry wird jeden Tag verwirrter, aber heute sagte er, dass er einen Ort gefunden habe, an dem ein Ritual abgehalten würde. Ich muss diese Sache auf den Grund gehen. Ich muss weitermachen, ihm zuhören und ihm folgen. Ich kann ihn nicht ertragen, aber ich darf es nicht offen zeigen, denn wir sind als Einzige noch übrig. Und dieser schwarze Schleim. Harry, that look on your face. You look deranged. They seem to loathe each other. Ich ertrage dein irres Gesicht nicht mehr. Ich ertrage das Geräusch nicht mehr, das du beim Essen machst. Ich ertrage dich nicht mehr. Ja, die sind halt alle so ein bisschen... Warum hat uns die Verrücktheit noch nicht erwischt? Wir sind ja nun doch schon eine ganze Weile hier auf der Insel. My dear old pal. It's only Cass and me now. I have much to thank her for, even if our friendship is worn thin due to hunger and fatigue. If she hadn't insisted so much, we'd never have convinced Teharoa. He guided us as we followed the river down from the mountain peak. And that's how we found this entrance. And the mural. Maybe I can't undo what's happening to you, Nora, but I think I can try to become like you. The original inhabitants of this island took slaves to a sanctuary. And there, they performed a ritual. Teharoa said the ritual was madness, and he didn't want any part of it. He and Cass argued, violently. When we woke up the next morning, he had left. I know it sounds strange, but you have to trust me, my love. I know this is going to work, and we can be together. You understand what that means, don't you, Nora? We have a second chance. With more love than ever, Harry. Harry? What ritual are you talking about? Why on earth would you want to become like me? Please don't be a fool. You don't even know if that ritual of yours is going to work. Okay, also unser lieber Ehemann hatte vor, so zu werden wie wir, auch diese Krankheit zu bekommen, damit er sich auch zu so einem Fisch verwandelt wie wir. Nummer, das hatten wir schon, das haben wir auch schon, okay. Okay. Somebody painted these symbols on the wall. Das wird noch interessant hier. Ein Teil fehlt aber anscheinend. Okay, wir haben hier... Harry hat diese Symbole an die Wand gemalt. Sie müssen wichtig sein. Mein Gott, ich glaube, Harry hat den Verstand verloren. Er glaubt, dass es einen Weg gibt, wie ich zu werden. Hoffentlich hat er nichts Dummes getan, aber dieser letzte Brief sind so unzusammenhängend und wirr. You followed the river from the temple summit. And it took you some days to find this entrance. Können wir die einzelnen Zettelchen noch? Wo ist das Heiligtum? Ruinen nutzlos. You followed the river from the temple summit. And it took you some days to find this entrance. Weißer Sandstrand, Teahora, Teahor, Teaharoa baut Floß. Die Herren haben ihre Sklaven in einem Boot zum Heiligtum gebracht, um das Ritual zu vollenden. Oh dear, poor people. Is this why I'm changing too? Im Heiligtum scheint der letzte Teil des Rituals stattgefunden zu haben. So the guide left the expedition.
that would explain the workshop on the White Sand Beach, where I arrived. Monsieur Everhard und Madame Ward, wir haben auf dieser Insel schon so viele Tode erlebt. Ich habe ihnen so lange, wie ich konnte, geholfen, aber ich werde mich nicht zu einem Gehilfen bei diesem absurden Ritual machen. Ich werde zum Strand zurückkehren, ein Floß bauen und diese verfluchte Insel verlassen. Sie finden mich dort, falls sie ihre Meinung noch ändern sollten, aber nicht mehr allzu lang. Maruru, Roa au revoir, Thea Roa. Okay, haben wir jetzt hier alles gefunden? Ich denke schon, können wir hier raus? The sun is setting. It is so beautiful. Das sieht echt schön aus. Wartet mal, guck mal mit dem Wasserfall hier. Ach, herrlich. Da geht eine Leiter hoch. Da kommen wir aber wahrscheinlich nicht hin. Nee. Sie sagt aber auch nichts zu der Leiter, ne? Ich denke, da kommen wir vielleicht hin, wenn wir den Wasserspiegel ändern hier. Mal sehen. Mal gucken auf jeden Fall. Okay. Okay, wir müssen jetzt rausfinden, das Rätsel hier. Sollte jetzt nicht so allzu schwer sein. Wir müssen mal gucken, wie schnell es fließt. Das ist das Schnellste. Das machen wir zum Schluss. Oh, warte mal, da sind die Symbole drauf. Kreis, ein Auge, ein Blitz. Kreis, Blitz, 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 Blitz. Er drückt sie mehrmals. Das, aber das, 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 das. Wieso ist hier dieser Punkt dazwischen? Also das braucht relativ lange. Die waren gar nicht so schlecht. Bei dem müssen wir noch ein bisschen... Da war mal Zeit. Warte mal, es war zu schnell wieder weg. This must be my transportation to the sanctuary. Okay. Das ist nur eine Gefühlssache. Ich glaube, das Rätsel selbst, was wir von Harry bekommen haben, brauchen wir dafür eigentlich nicht. Einträge. Harry und die anderen Mitglieder der Expedition folgten dem Fluss vom Bergköpfel nach unten und noch ein paar Tage fanden sie schließlich diesen Eingang. Da ist eine Notiz von Teroa, dem polynesischen Führer, der erklärt, dass er die Expedition verlässt. Scheinbar hat er sich dazu entschieden, als er mehr über das Ritual herausgefunden hatte. Okay. Wir haben unser Transportmittel gefunden. Eine Bootsparty ist lustig, eine Bootsparty ist schön, denn da kann man so viele schöne Sachen sehen. Cool. Wo führt es uns hin?
Errungenschaft freigeschaltet, versunken. Okay. Kapitel 6, Fallgorfen oder Talgorfen? Makes sense. Nothing bad is going to happen to me here. As menacing as this place might look. The island, the ooze, those sea creatures. They're just defending themselves. Like a wild animal against an unknown threat. That's how they perceived the expedition. Like a threat. But I, on the other hand, I wasn't a threat. And I definitely wasn't unknown, was I? They seemed to recognize me, as if I was one of their own. Cool. Everything seems so distant now. As if I first stepped on that white beach thousands of years ago. A full moon? It can't be. Yesterday was a new moon. Did I lose track of time, or maybe this place isn't subject to the laws of physics? That's the only explanation I can find for this surreal night. It's hard to believe everything is real. Maybe it isn't. Maybe I'll open my eyes sometime and I'll be back in our home in Inglewood and everything will be as before. My perfectly ordinary life with Harry. My daily routines. My illness. That will be as before, too. And then I'll need to shake off this strange feeling that I have now. Feeling that I don't really belong there anymore. And with there, I don't mean Englewood. Boston, Newburyport. I mean, how is it possible that the strange events of only 2 days on this island makes more sense to me than the life that I've been living for years? Wir haben den Sinn des Lebens für uns angeblich entdeckt oder anscheinend entdeckt. Und wir gehen jetzt hier drauf. There it is. The sanctuary. So, macht mir noch auf. Ah, oh, also was ein liebes Boot. Aber es bleibt hier stehen, oder? Wir können so es wieder zurück. You met Harry? Was this your last stop? Schaut aber schon cool aus, ne? Da ist auf jeden Fall ein Lager. Ich gucke mich aber erstmal hier um. Da ist auch ein Lager. Hier hat es also unseren Harry hingetrieben. Der letzte Stopp, das Heiligtum. Mal gucken, da können wir anscheinend noch irgendwie hochfahren. Die haben überall Lager aufgeschlagen und natürlich, typisch Mensch, lässt man seinen Müll hier liegen. Cass, ich glaube, ich habe die Antwort. Sie müssen nach Hause zurückkehren und Nora mitbringen. Sofort, bitte. So, I have to put my hand inside? Er schreit, es passiert nichts. Interessant. Moby Dick. Its pages are hollowed out and its shape is... Das sieht aus wie ein Dolch. Das sieht aus wie ein Dolch, meine Herrschaften. Harry asleep in his tent. What a creepy photograph. Ich habe die... She sounds completely out of her mind. Ich habe die Zukunft gesehen, die Ewigkeit erwartet mich. Und Harry, der Tod. Der schläft sogar mit einer Knarre, ne? Weil er sich am Ende nicht mehr so sicher war. A camera. It must be Cassandra's. Gut, mit der muss ich Gott sei Dank nichts machen. Ich kann mich noch an das eine Rätsel erinnern mit der Kamera. So, das sieht wieder aus wie so ein Fahrstuhl. Ich will das aber noch nicht benutzen. Ich würde gern erstmal mich hier weiter umgucken. Wir haben hier auf jeden Fall wieder ein Bild. Ein Gemälde.
This mural seems to describe a ritual involving blood. That dagger. Ja, das ist der Dolch, den wir gesehen haben, der aus dem Buch. Also der muss auch noch irgendwo sein. Ich denke mal, das Ding wird dann aufgehen später. Hier haben wir auch noch was. There are drops of dried blood inside this altar. There are drops of dried blood inside this altar. Black ooze on a petri dish. My God, this syringe has traces of black ooze. What the hell were you thinking? Eine Spritze und eine Petrischale mit Blut und Guß. Nee, Guß, nicht Blut. Another camp. Although it's little more than a few things scattered about. Nichts Interessantes hier für uns. Ein Brief. My dear old pal, I never should have trusted Cass. I thought she cared about you, but she's just mad, obsessed with this place. I can't trust her to help me overcome the last obstacle. This door. I know how to open it. But what I have to do is mix my blood with the black ooze. Am I mad for even considering that? It's the only way we can be together. It has to work, right? All this can't be a coincidence. The ritual is made for the two of us, isn't it, Nora? I wish you could be here to... Damn it. I have to think it over. I can't. Tomorrow. Leave it for tomorrow. Damn it. Stop writing. What are you saying, Harry? Don't you see what the black ooze does? What it did to the doctor? Are you out of your mind? Ich bin ja sehr gespannt, ob er sich das Zeug wirklich gespritzt hat oder ob er doch gesagt hat, nee, ich kann's nicht, whatever. Ich meine, wir haben jetzt nicht gesagt gekriegt, ob die Spritze voll war oder nicht. Harry, what is this? Looks like the ramblings of a madman. Nora muss es tun, zusammen mich verwandeln. A library? What are you talking about, Harry? Ich hatte heute einen seltsamen Traum. Ich war in einer riesigen Bibliothek und bestaunte Dinge aus einer anderen Welt. Plakotus? Was the blood of these creatures some sort of catalyst? Blut und schwarzer Schleim. Heavens, this dagger looks exactly like the one I have. Warte mal, die hat einen Dolch? Wo hat die den Dolch? Haben wir irgendwo einen Dolch aufgesammelt, wo ich nichts von weiß? Haben wir den schon mal eingesetzt? Ich weiß gar nichts von dem Dolch. So einen Dolch haben wir? Okay. Ein Altar. Getrocknetes Blut und Schleim ist doch nicht der Dolch, mit dem Frank angegriffen wurde. Ach, hatten wir den da gesammelt? Okay, jo, hier hoch können wir wahrscheinlich nicht. Na. Wir können wahrscheinlich auch nicht da durch. Nee. Na. Auch nicht. So, dann gucken wir mal. Hier konnten wir ja noch nichts machen, aber da drüben hatten wir so eine Art Fahrstuhl. Den benutzen wir jetzt mal. Habe ich mir angeguckt, ja. Ist auch so schön mit den Nordlichtern hier. Also grafisch ist das Spiel echt schön. Wirklich, also storytechnisch auch, finde ich. Storytechnisch gefällt es mir auch. Bloß mich nervt es manchmal, wenn ich einen Brief öffne, dass sie immer erstmal reinlabern muss. Ich würde gerne erstmal den Text durchlesen. Aber gut. Give it a try. Ja, probieren wir es aus. Auf geht's. Ouch! Oh! What was that? Okay. Looks like a tattoo, but it isn't. Those are my spots. They've moved. Okay, es hat uns etwas gebissen, infiziert. Hier ist so ein Symbol. Die Punkte auf meiner Hand haben sich geändert und bilden jetzt irgendwelche Symbole.
Okay, wir haben eine Menge zu lesen. Das Steinboot fuhr mit mir einen unterirdischen Fluss entlang, der ins Meer mündete. Die Nacht war merkwürdig klar und der Vollmond schien seltsam grell am Sternenhimmel. Diese Insel scheint die Gesetze der Physik außer Kraft zu setzen. An einem Anleger am großen Strand beim Heiligtum stieg ich aus. Ich habe ein weiteres von Harrys Lagern gefunden, wenn man es überhaupt so nennen kann. Auf jeder Seite des Strands steht ein Zelt. Ich habe einen runden Stein gefunden, der wie ein Fischkopf mit offenem Mund geformt ist. Als ich meine Hand hineinsteckte, spürte ich kurz einen stechenden Schmerz. Danach ordnete sich die Flecken auf meiner Hand in einem einzigartigen Muster neu an. Cash scheint den Verstand zu verlieren. Ich will lieber nicht darüber nachdenken, wie die beiden hier miteinander auskamen. Oder auch nicht. Der Alter, der den Zugang zum Heiligtum freigibt, wird mit Blut aktiviert. Blut wie meinem. Harry, sag, dass du dir den schwarzen Schleim nicht gespritzt hast. Bitte sag, dass du nicht so dumm warst. So, wir haben hier dieses Symbol. Und werden aber in der nächsten Folge tatsächlich weitersuchen, was hier vor sich geht. Also, bis dahin. Tschüss.